Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute werde ich mit euch den HGP 806 Trailer von Trustbeat ein bisschen altern lassen. Dazu verwende ich primär meine Airbrush, da ich damit relativ sanft so einen Nebel auf mein Objekt legen kann und die Übergänge sehr, sehr weich sind. Da finde ich die richtig klasse für. Ich fange in diesem Fall auf diesem sandfarbenen Trailer an mit einem leichten Braunmix, der nur ein wenig dunkler ist als die Originalfarbe, um einfach dort so ein paar Farbakzente zu setzen. Ich nehme natürlich auch die Felgen mit und lasse die hier auch einfach ein bisschen dunkler werden. Nicht viel, gerade so, dass die nicht mehr neu aussehen. Wenn ihr keine Airbrush habt, dann nehmt ihr einfach einen Pinsel oder einen Schwamm. Der eignet sich auch zum Tupfen ganz gut dafür. Ansonsten gibt es halt auch Airbrush-Sets für um die 100 Euro, wesentlich teurer war meins auch gar nicht. Ich nebel jetzt über die, ich nenne es jetzt mal Lauffläche auf dem Trailer, einfach mal drüber, generell über fast alle Details bzw. Flächen lege ich einfach erstmal so einen dünnen Farbfilm aus so einem dunkleren, sandfarbenen Ton. Manchmal auch gemixt mit ein bisschen Braun. Das müsst ihr denn für eure eigenen Bedürfnisse. Natürlich muss der Trailer von beiden Seiten anlackiert werden oder besprüht werden, weswegen ich den jetzt gerade mal drehen musste, um an die andere Seite vernünftig ranzukommen. Da die Airbrush mit Sog funktioniert, muss die Farbe halt unten sein und in diesem Behälter und kann dann nicht kopfüber airbrushen. Funktioniert einfach nicht wirklich gut. Hier kann man an diesen Stützbeinen schon ein paar Akzente setzen. Dort, wo man ein bisschen kräftiger diese Farben haben möchte, einfach um so ein bisschen sowas wie so ein Rost zu simulieren. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal mit einem Rostprimer irgendwo an diese Stellen dran gehen, um dort wirklich ein bisschen Rost dran zu bekommen. Das aber in einem anderen Schritt. Dann natürlich über diese ganzen Schächte und Vertiefungen hinweg auch noch mal das Ganze. Und dann kann man auch schon mit der nächsten Farbe sozusagen beginnen. Ich habe hier dann Schwarz reingelegt oder reingegeben in den Behälter zu dem vorhandenen Braun bzw. Beige Ton. Das macht in dem Fall gar nichts und damit einfach die ganzen Haken und Scharniere und sowas einfach ein bisschen dunkler gemacht. Dann hier und da einfach auch noch ein paar Akzente setzen, wie zum Beispiel an der Aufnahme für die Dämpfer. Da soll sowas simuliert werden oder angedeutet werden wie so Schmiere, die natürlich auch im echten Leben nicht die ganze Zeit hell ist, sondern auch einfach nachdunkelt und Fett und Dreck anzieht. Deswegen an dieser Stelle das einfach ein bisschen dunkler. Dann kann man natürlich frei nach Schnauze einfach hier und da so ein paar Akzente setzen, so ein paar Kanten besonders nochmal nachziehen, wie zum Beispiel bei den Auffahrrampen hinten am Heck, denn die haben ja Bodenkontakt und das darf natürlich dort auch zu sehen sein. Dann geht es weiter, ganz individuell einfach ein paar Akzente hier und da setzen mit der Airbrush oder mit dem Pinsel, mit dem Schwamm. Das müsst ihr einfach für euch ein bisschen ausprobieren, auch auf der Lauffläche, um so ein paar Schrauben drumherum, dass das dort aussieht, als wäre da mal so ein bisschen Öl hingekleckert oder einfach dreckig.
Zu guter Letzt sozusagen gehe ich hier nochmal auch mit dem Pinsel an das Ganze ran. Habe hier einen Mix aus Grün und Braun, den ich dann einfach dort an beliebige Stellen bisschen ja aufpinsel, so ein paar Kanten ein bisschen nachwettern lasse sozusagen oder ein bisschen nachaltern. Das könnt ihr ganz, ganz frei nach eurem Gefühl machen, wo ihr das denkt, da könnt ihr jetzt noch so ein bisschen Grün, sowas wie so ein Moos oder sowas hin. Man kann natürlich das Ganze auch noch ein bisschen erweitern, in dem Sinne, dass man dort einfach sich denn von den Modellbahnen, die haben ja immer so feines Moos- und Graszeug, was man irgendwo hinkleben kann. Das könnte man natürlich in einem weiteren Schritt hier auch noch aufbringen, um den Look einfach noch originaler zu bekommen. Kann man machen, muss man aber nicht. Wie gesagt, ich lasse hier noch und hier und da noch so ein paar braune, graue und ja, grüne Tupfer da, damit das Ganze natürlich ein bisschen gebraucht aussieht. Gerade an diesen Auffahrrampen ist das natürlich ein gefundener Platz, um dort einfach die noch altern zu lassen weiter. Dann einmal sowas angedeutet, wieder mit der Airbrush, wie so eine Laufspur, da wo die Fahrbahn sozusagen oder die der Auflieger einfach dunkler ist, wo Abrieb von den Rädern als auch natürlich Schmutz und Dreck sein soll, dass man so eine gewisse Lauffläche erkennen kann. Da kann man hier und da noch mit ein bisschen Silber oder einer helleren Farbe so kleine helle Akzente setzen, damit das nachher ausschaut, als wenn dort schon ein bisschen die Farbe runtergerockt wäre und das Metall ein bisschen zum Vorschein kommt. Da, wie gesagt, da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ihr könnt da lustig kombinieren die Farben. Am Ende empfiehlt es sich einfach einen Klarlack drüber zu legen. Das habe ich noch nicht gemacht. Das wird bei mir wahrscheinlich auch gar nicht kommen, weil ich da gar keine Lust zu habe, sondern dass einfach auch mit dem Gebrauch einfach Gebrauchsspuren entstehen sollen, die sich dann in das Gesamtbild einfügen. Nun zeige ich euch nochmal das Gesamtergebnis. Ihr könnt gerne sagen, okay, finde ich cool, mach bitte gerne noch weitere solche Tutorials, wo du so ein paar Tipps und Tricks mal verrätst, wie du es machst, um das nachzuahmen. Wie immer gilt natürlich, lasst mir gerne einen Daumen da, schreibt unten was in die Kommentare, aktiviert die Glocke und lasst ein Abo da. Würde mich richtig freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, auf Wiedersehen.